Herzlich willkommen bei den Sonnengängern Allgäu. Wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es heute um den MineLab Equinox 800. Ja, er ist jetzt endlich eingetroffen, 2 Monate nach meiner Bestellung. Die scheinen doch ganz extreme Lieferschwierigkeiten zu haben. Und zwar, ich würde ihn ganz gerne mal auspacken und zusammenbauen. Für mich ist das jetzt ein bisschen schwierig, weil für mich ist das spiegelverkehrt. Die Kamera hier, die Befestigung ist etwas bescheiden, aber nichtsdestotrotz probieren wir es jetzt einfach mal aus. Also fangen wir an, ihn zu öffnen. Wie ich schon merke, geht er schön von hinten auf. Ich drehe den jetzt mal schnell um. Und wie ihr jetzt unschwer erkennen könnt, habe ich den bei Nuggets bestellt. Sonnelsüchtig. Geile Karte. Okay. Ganz wichtig, Gummibärchen. Eine deutsche Bedienungsanleitung. Die lege ich mal auf Seite. So, englischer. Eine englische Inhaltsbeschreibung. Und eine Erklärung auf Englisch über, ja, beziehungsweise wie man den Akku das erste Mal laden soll. Hier steht, dass die Ladegeräte eigentlich am besten 2 Ampere haben sollten. Naja, gut. Und dann würde die Ladung, das Laden 4 Stunden dauern. Bei 0,5 Ampere könnte es bis zu 18 Stunden dauern. Okay, naja, gut. Also ich habe 2 Ampere Ladegeräte, kein Problem. Schade schon, dass sie kein Ladegerät beigelegt haben, aber ich habe nichts gesehen. Nein, ist nicht so. Gut. Alles mal auf Seite. Da ist nichts drin. Ablage P. Ich verstehe. Dann machen wir das so. Oder vielleicht so. Ah, die Spule habe ich auch schon mal. Die legen wir an der Seite. Ich glaube, die ist wichtig. Eine Beschreibung in kyrillischer Schrift, eine Beschreibung auf Englisch. Okay. Kleines Kistchen, ein kleiner Karton, 2 USB-Kabel, ich denke mal, die sind fürs Laden, dann die Armauflage, 2 verschiedenen Größen, ach, das ist der Adapter für den Funkkopfhörer, okay, auch mal auf Seite. Oh, das gefällt mir ja sehr gut. Screen-Protektoren. In verschiedenen Sprachen. Ah, okay. Ich dachte mich schon gefreut, die sind alle auf Englisch. Aber naja, ist nicht so schlimm. Gut, dann haben wir den Karton auch mal leer. So, jetzt muss ich dieses Ding da irgendwie rauskriegen. Bis jetzt sperrt es sich noch. Nehme ich halt noch den Karton raus. Was haben wir da drin? Oh, der ist zu. Da brauche ich ein Messer. Ah, dann machen wir mal hier. Ja. Ups. Da ist er auch nochmal zu. Ah, ich denke, das sind Kopfhörer. Nicht mehr. Aha. Auch nicht schlecht. Sehr schön. Lassen wir mal eingepackt. Legen wir mal auf Seite. Die brauche ich jetzt erstmal nicht.
So, jetzt gucken wir mal, ob ich an das Gestänge dran komme. Okay. Also, der Computer und ein Stückchen Gestänge. Ich denke mal, hier kommt die Armabsage drauf. Der Karton schon leer. Legen wir mal zur Seite. Da ist kein Screen Protector drauf. Keine Schutzfolie. Nur die vom Werk aus. Okay. Kriegen wir auch hin. Gut. Also ich fange jetzt mal damit an, die Spule zu befestigen am untersten Teil des Gestänges. Also ich weiß nicht, irgendwie hatte ich mal gehört, dass die Kabel bei dem innen im Gestänge verlaufen sollten, aber da habe ich mich wohl verhört. Das ist aber auch nicht so schlimm. Jetzt merken wir uns mal. Na komm. Ah. Nicht wie bei Makro, dass die innen hohl sind, weil dann brechen die nämlich unheimlich gerne. Die beiden Gummis sollen da drauf. Gesagt, getan. Setzen wir es wieder ein. So. Also. Auf Anhieb getroffen. So ist gut. Okay. Dann kommt das Mittelstück des Gestänges drauf. Da müssen wir mal gucken, nicht dass wir gleich die Arretierung schrotten zu Anfang. Das wäre unangenehm. Schlecht. Ja, wieder keine Haare drum. Okay. Wunderbärchen. Drehe ich das Ganze mal ein bisschen um, damit ihr auch seht, was ich mache. Also ich fange jetzt damit an, das Kabel hier ums Gestänge zu wickeln. Das kann noch ein bisschen weiter. Okay. Das war zu weit. Schauen wir mal, wie der Stecker da rein muss.
anziehen, bis Wasser kommt oder bis es abbricht. Nein, vergesst das wieder. Okay. So, im Grunde ist er jetzt einsatzfähig. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist die Armauflage zu montieren. Da ist die Schraube. Ach so, das ist gar nicht. Entschuldigung, das sind nicht zwei Größen, das ist nur eine Größe. Ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Hier sind die Kabelbinder drin. So, ich gucke jetzt mal, ob mir das gefällt von der Armlänge her. Habe ich doch sehr kurze Ärmchen. Jo, so ist gut. Okay. Da schrauben wir das zusammen. Also bis jetzt war der Zusammenbau mal problemlos. So, die einzelnen Funktionen schauen wir uns dann an. Ja, dieses Band hier, um den Arm da drin zu arretieren, lasse ich von vornherein weg, weil mich stört der nur. Das weiß ich jetzt schon. Jetzt mache ich noch die beiden USB-Binder dran. Da weiß ich nicht, ob ihr es sehen könnt. Sehr schön. Jetzt machen wir den noch da drum. Auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal kurz auf Stopp schalten. So, weiter geht's. Ja, hier ist die 3,5er Klinke drinnen. Hier kann man das ganze Ding aufladen, was ich mal gleich für den Einsatz für morgen machen werde. Da muss ich nur das Kabel nehmen. Nee, das nehme ich nicht, weil ich habe den nämlich schon kurz aufgeladen. Das Kabel schließe es an einem Netzteil an. Und siehe da, es fängt an zu blinken. Ups. Okay. Legen wir das einfach mal hier hin. Let it blink. Andere Kabel lege ich mal hier hin. Ja,
haben die wohl mitgedacht, damit man beide Geräte gleichzeitig laden kann, weil auch der Equinox hat, ich weiß nicht, hier die Ladebuchse für diesen magnetischen, für dieses magnetische Ladekabel. Was müssen wir denn noch zum Zusammenbauen? Ja, ganz wichtig, die Displayfolie. Ich habe aus meinen Fehlern beim Deus gelernt. Und jetzt schauen wir mal rein, wo das gute Stück ist. Holländisch, Tschechisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Mongolisch, Englisch, Reinigungstuch, Spanisch, Polnisch, Arabisch, Deutsch. Okay. Remove me. Remove me. Da ist die Seite. Das war ja intelligent. So. Wie gesagt, jetzt muss ich ein bisschen schneller machen. Wenn der überhaupt schnell mit sich machen lässt. Sehen, es ist schon wieder verkehrt drauf. Ich hasse diese Folien. Aber wie schon gesagt, man lernt aus seinen Fehlern. So, fast blasenfrei. Blasenfrei. Die mag mich noch nicht. Dafür habe ich extra so einen schönen Rackel hier. Ziehe ich mal die Schutzfolie ab. Es gibt. Das war ja ganz toll. Also wie gesagt, ich bin da Weltmeister drin, solche Folien zu versammeln. Irgendwie will die noch nicht so richtig. Okay.
gerade sagen, die ist drauf. Hier wische ich da nochmal drüber mit dem Mikrofasertuch. In der Hoffnung, dass sie hält. Genau. Tonhöhe, Lautstärke, Hintergrund. Oh, jetzt hat sie sich sogar gesetzt. Okay. Dann haben wir die das Schlimmste auch schon erledigt. Kommen wir zum nächsten Teil. Ja, ich habe jetzt mal schnell umgebaut, damit ihr live bei der ersten Inbetriebnahme dabei seid. Und ich möchte euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Also schalten wir ihn mal ein.